Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chaos auf Deponia. Wuhu. Wir sind jetzt hier immer noch in Porta Fisco, haben im letzten Part hier mit Gronk alias Goon gesprochen und gehen jetzt mal, denke ich mal, zuerst in das Zelt des Seers. Komm rein, Rufus. Ich habe dich erwartet. Sehr gut. Mein Ruf eilt mir voraus. Aber nicht doch. Die Kristallkugel hat mir deine Ankunft verraten. Und sie weiß sogar, wie ich heiße. Tatsächlich hast du im Vorzelt deinen Namen gesummt. Aber egal. Du bist spät dran, Rufus. Ich wurde aufgehalten. Ja, das habe ich ebenfalls vorhergesehen. Was genau genommen keinen Sinn ergibt. Und noch was. Dass du mir die Bananen klauen wirst, werde ich dir sehr übel nehmen. Okay. Bist du so eine Art Hellseher? Ich verfüge über das dritte Auge. Ja, aber ich praktiziere nicht mehr. Dann habe ich den Kaffeesatz im Vorraum vollkommen umsonst auf den Teppich geschüttet. Tja, die Zeiten haben sich geändert. Wenn man heutzutage nicht auf einem Scheiterhaufen enden will, tut man gut daran, düstere Vorahnung für sich zu behalten. Darum habe ich auf Partnerberatung umgesattelt. Bitte was? Du hast vorhergesehen, dass du schlechte Zeiten vorhersehen wirst? Und hast deshalb die Wahrsagerei aufgegeben? Aber nicht doch. Ich habe meinen Job rechtzeitig an den Nagel gehängt. Entsprechend werde ich auch niemals schlechte Zeit vorhersehen. Und was nicht passieren wird, kann man nicht vorhersehen. Ich habe allerdings vorhergesehen, dass ich aus diesem Grunde meinen Job an den Nagel hängen werde. Irgendwie wünsche ich mich gerade zu Docs Zeitanomalien zurück. Passt ja auch dann ganz gut mit der Partnerberatung hier mit den süßen kleinen Leuchtherzchen. Und was mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen ist, seht man hier. Dieser Skelett-Kopf aus Schrott mit dieser Sonnenbrille einfach. Mega cool. Du machst jetzt Partnerberatungen? Ja, aus irgendeinem Grund sind die Leute empfänglicher für schlechte Neuigkeiten, wenn es um ihre Beziehung geht. Mhm. Das ist aber eigentlich sehr unschön, aber ich glaube ihm das leider sogar. Kannst du die Lottozahlen vorhersagen? Ich könnte. Nicht schlecht. Dann mach doch mal. Ach komm schon. Verrat mir die Lottozahlen. Nein. Warum nicht? Wird es mir gelingen, die Welt zu retten? Die Zukunft ist noch nicht geschrieben, Rufus. Außer in meinem Tagebuch natürlich. Ich habe nächsten Monat viel zu tun, da habe ich schon mal etwas vorgearbeitet. Okay, nicht schlecht. Warum wohnst du in einem Zelt? Meine Kunden erwarten ein mystisches Ambiente. Außerdem ist es praktisch. Im Falle einer Katastrophe kann ich all mein Hab und Gut innerhalb von Minuten zusammenpacken. Was für eine Katastrophe? Ups, das Gewirk der Zeit ist in ständiger Bewegung. Ein Schleier liegt über der Zukunft. Ungewissheit spielt nackt auf seinen Bongos. Es gibt kein Benzin für Satinavs Kettensäge. Hey, nun lenk mal nicht ab. Was für eine Katastrophe. Ach, verdammt. Okay. Ich will deine Bananen nicht. Du wirst sie mir trotzdem stehlen, glaub mir. Okay. Ich will deine Bananen wirklich nicht. Langweilig. Füg dich dem Unausweichlichen und nimm die Bananen. Es sind leckere, saftige Bananen. Ich will dich nicht länger stören. Ich habe es anders gesehen. Nix da. Ich habe mein Schicksal selbst in der Hand. Obwohl die schon sehr nützlich aussehen. Ah, es ist soweit. Der Zeitpunkt des großen Bananendiebstahls ist gekommen, wie vorhergesehen. Du unterschätzt mich. Ich kann dagegen ankämpfen. Na los, füge dich deinem Schicksal. Nein, niemals. Doch. Na los, nimm sie, greif zu. Nein. Gut so, ergib dich deinem Schicksal. Ich glaube, Rufus hat es noch nie so leid getan, etwas zu klauen. Und hier dieses Schnabeltier schon wieder. Schnabeltiere verfolgen mich das ganze Spiel, aber es ist gruselig.
eine Sache hat er nicht vorhergesehen. Nämlich, welche Folgen es haben würde, Hüte zu tragen. Okay. Ich werde dich jetzt mal umschalten. Beziehungsweise, nein, warte, ich habe eine Idee. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Mir ist langweilig. Kommst du mit zum Wahrsager? Er wohnt in dem Zelt da oben. Ein Wahrsager? Boah, nee, lass mal. Warum sollte ich mir von einem dahergelaufenen Möchtegern sagen lassen, wohin die Reise geht? Ich glaub ja auch nicht an sowas, aber... Ich meinte eigentlich dich. Oh. Okay. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Dann werde ich dich jetzt mal umschalten, damit die Stimmung nicht mehr so miesepetrig hier ist. Was soll das denn? Das ist mein neuer Jingle. Fehlt ein wenig Bass, wenn du mich fragst. Okay. Hey, Goal. Alles gut bei dir? Und wie? Ist es nicht wunderschön hier? Oh, na ja. Wenn man Elend mag. Ich find's toll. Sagte die Frau mit dem Gehirnschaden. Ach, lass sie doch. Ist doch süß. Was stinkt hier eigentlich so? Ich hoffe, das bin nicht ich. Nein. Ich glaube, es kommt von dem Typ da drüben. Lieb von dir. Aber ich muss furchtbar riechen. Ich habe mir heute noch nicht mal die Zähne geputzt. Wenn man das nicht dreimal täglich macht, bilden sich Bakterien im Mund. Genau. Und am Wochenende treffen sie sich mit dem Yeti und füllen süchtig machende Substanzen in Klebstoff. Aber es sind süchtig machende Substanzen im Klebstoff. Arme Goal. Arme, naive Goal. Keine Spur von Donna Goal. Wir schaffen das schon. Habe ich jemals etwas anderes behauptet? Du nicht. Aber Doc murmelte vorhin, dass es keinen Sinn ergibt, Tauchboote an Land zu suchen. Doc hat ja auch keine Ahnung. Es klang zumindest logisch. Logik ist was für Leute, die zu faul sind, ziellos herumzuprobieren. Kommst du mit zum Wahrsager? Er wohnt in dem Zelt da oben. Ein Wahrsager? Boah! Worauf warten wir noch? Wer als erstes da ist? Ist jetzt auch so eine weite Strecke. Aber Rose bleibt natürlich erstmal stehen. Wir lassen sie natürlich gewinnen. Nächstes Jahr schon? So ist es vorherbestimmt. Es kommt von der Mütze. Auch Haarwurzeln müssen atmen, weißt du? Oh, okay. Da kommt er. Worüber habt ihr gesprochen? Nichts. Fangen wir doch am besten gleich an. Also, was wollt ihr wissen? Ich ahne was. Wahrscheinlich hat er ihr gesagt so, Rufus wird eine typische Männerglatze bekommen. Weil er hat ja gesagt, es kommt durch die Mütze und Rufus trägt seine Mütze ja ziemlich weit hinten und das würde Sinn machen, aber naja, egal. Werde ich verhindern, dass Goal Cletus heiratet? Was denn? Ihr seid gar kein Paar? Das hier ist eine Partnerberatung. Ich beantworte nur Fragen, die sich auf eure Partnerschaft beziehen. Ach ja, lass mich das umformulieren. Wie sieht unsere gemeinsame Zukunft aus? Knifflig. Ich werde am besten die Kugel befragen. Ich sehe, dass noch ein langer, beschwerlicher Weg vor euch liegt. Vor uns? Meinst du nicht vielleicht hinter uns? Hältst du die Kugel überhaupt richtig rum? Ich glaube schon. Immerhin ist hier so ein Pfeil auf der Unterseite. This side up. Hier steht's. Okay. Ach, komm schon, Rufus. Dann liegt halt noch ein langer Weg vor uns. Ist doch toll, solange wir beieinander sind. Rufus sah da nicht so begeistert aus. Aber sie hat doch recht, ist doch alles gut. Naja, mehr oder weniger. Wenn es nicht so schlimm aussehen würde mit unserem Planeten. Werden wir Donna Goal rechtzeitig finden? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Lass mich das umformulieren. Kommen Goal und ich irgendwann so richtig zusammen? Eine gute Frage. Ich sehe große Zerrissenheit in euch. Bevor ihr zusammenfindet, muss jeder von euch beiden erst einmal mit sich selbst ins Reine kommen. Wow! Hast du mal darüber nachgedacht, bestickte Kissen zu verkaufen? Die wären bestimmt der Renner.
Wie sie einfach gerade die ganze Zeit geguckt hat. So, hey. Herrlich. Werden wir all das hier überleben? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Lass mich das umformulieren. Wie sieht es in Zukunft mit unserer Gesundheit aus? Ich sehe... Oh jemine, das ist ja furchtbar. Kann man sowas überhaupt überleben? Was? Was siehst du denn da? Oh, das willst du gar nicht wissen. Glaubt mir, ich muss euch dringend raten, euch so weit wie möglich voneinander fernzuhalten. Niemals! Wir werden immer füreinander da sein. Nicht wahr, Rufus? Sein Blick hat was anderes gesagt, aber... Naja. Was wird aus Deponia? Ich verstehe nicht, was da... Lass mich das umformulieren. Ja, man muss ihn ja nicht jedes Mal ausreden lassen, deswegen habe ich das gerade mal weggedrückt. Wo werden wir zusammen alt werden? Auf Elysium? Nun, das sollte einfach zu beantworten sein. Ich sehe... Nanu, was ist denn jetzt los? Die Kugel ist auf einmal ganz dunkel geworden. Sehr seltsam. Das liegt bestimmt daran, dass die Kugel nicht jugendfreie Szenen zensiert. Oder wir machen gerade einen Nachtspaziergang. Auf jeden Fall ist das ein gutes Zeichen. Da bin ich mir sicher. Also so naiv ist dann unsere liebe Goal nicht, ne, wenn sie da an sowas denkt. Das ist doch alles Reibach. Du hältst die Kugel falsch rum. Ich fürchte nicht. Hier, du kannst dich gerne noch einmal davon überzeugen. Na, da können wir sie ihm wegnehmen bei sowas dann. Eine Sache hat er nicht vorhergesehen. Nämlich, welche Folgen es haben würde, Hüte zu tragen. Ja, das ist nochmal daran. Ja, ich nehme sie dir jetzt nicht weg, ist okay. Ja, ich sehe es. Oder soll ich sie mir jetzt echt schon wegnehmen? Aber das ist doch erst später, oder? Ich glaub's dir ja. Ja, okay. Lass uns weitermachen. Gern. Jetzt sollen wir sie ihm also auch nicht wegnehmen, okay. Ach, aber ich hätte dann... Ah, verstehe. Nochmal. Das ist doch alles Reibach. Du hältst die Kugel falsch rum. Ich fürchte nicht. Hier. Weil nur jetzt kann ich ja was machen. Und da die andere Goal nicht mit uns hier hinkommen will, können wir sie ja jetzt rein theoretisch umschalten. Wo hast du mich denn jetzt wieder hingeschleppt? Und wer ist das Pfeifenkopfmännchen? Das ist der Seher. Wie Seher? Sehr, sehr, denke ich. Oh, ich spüre eine neue Aura. Und gleich spürst du auch noch das dazugehörige Aua. Ich habe keine Lust, mir irgendwelches Esoterik-Huppi-Fluppi anzuhören. Es ist auch mehr so eine Partnerberatung. Eine was? Komm schon, sowas ist lustig. Und ich wollte gerade eine neue Frage stellen. Okay. Wie war das gleich mit unserer gemeinsamen Zukunft? Ich sehe, dass noch ein langer, beschwerlicher Weg vor euch liegt. Das ist doch Humbug. Lass uns hier abhauen. Einen Moment noch. Wie war das gleich mit dem Zusammenkommen? Bevor ihr zusammenfindet, muss jeder von euch beiden erst einmal mit sich selbst ins Reine kommen. Also langsam macht der Typ mich echt wahnsinnig. Darf ich meine klatschen? Ja, das wäre lustig. Aber halt es noch einen Augenblick zurück. Wie sind die Lottozahlen von dieser Woche? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Lass mich das umformulieren. Werden wir reich sein? So lottogewinnreich? Das ist doch ein Trick, oder? Aber na gut, ich guck mal, ob ich etwas in der Kugel erkennen kann. Ich sehe, dass ihr reich werdet. Ja, ich wusste es. Reich an Erfahrung.
Vorausgesetzt, ihr überlebt das alles hier. Das reicht. Das Maß ist endgültig voll. Ah! Na, was ist jetzt? Wir wollen die Lottozahlen hören. Sonst zeige ich dir gleich mal, was man alles aus Eingeweiden lesen kann. So wartet doch. Ich habe noch nicht alles gesagt. Die Kugel verrät mir die Zahlen zwar nicht, aber sie sagt, sie stehen in den Sternen. Das hilft euch sicher weiter. Bitte nicht schlagen. Wenn sich dein Tipp nicht auszahlt, dann wirst du bald Sterne sehen. Das verspreche ich dir. Okay, wir haben dadurch einen sehr wichtigen Tipp erfahren, auf jeden Fall. An sich können wir natürlich das mit jeder Frage machen, dass sie an sich in wegen jeder Kleinigkeit wirkt. Das könnte man ja irgendwie mal in einer Extra-Folge machen oder zusammenschneiden oder wie auch immer. Mal schauen. Auf jeden Fall würde ich mal behaupten, für diesen Part ist die Zeit wieder rum. Und, ja. Ich erinnere mich daran, wofür wir das alles brauchen. Den Lottogewinn und auch den Regenschirm und sowas. Da wird noch was ganz Schlimmes passieren mit der lieben Baby Gold. Was heißt ganz schlimm? Also sie wird es überleben, aber ich will nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall, jetzt schon mal, habt Mitleid mit ihr. Mehr sage ich dazu nicht. Im nächsten Part werden wir uns wahrscheinlich mal hier das Rebellenlager angucken oder auch mal gucken, was hier so eigentlich abgeht. Ich glaube, hier war nämlich auch nicht so viel, deswegen gehe ich, glaube ich, sogar da dann zuerst hin. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, macht's gut und ciao!